Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Be a Pro Goalie. Heute die Iserlohn Roosters zu Hause am Seilersee gegen unsere Thomas Sabo Ice Tigers. Es geht weiter beim Goalie Mode und wir nähern uns auch mit den Thomas Sabo Ice Tigers den Playoffs. Der große Umschwung steht bevor bei NHL. Nicht nur bei Be a Pro, dass wir dann langsam ans Ende kommen, sondern auch im Goalie-Mode der deutschen Eishockey-Liga. Die Playoffs stehen an und dann ist natürlich auch die Frage, wohin wird Blattmann ziehen? Es sieht gut aus. Er wird momentan gehandelt als einen Draft in der zweiten Runde beim Goalie-Mode. Das musst du nicht verstehen, Max Kramer. Das werde ich euch dann zeigen. Das ist noch so mein kleines Geheimnis. Vielleicht hat am Sonntag dein Dude mal Zeit. Der hat kein Call of Duty, Condor. Der hat leider kein Call of Duty. Aber am Sonntag werde ich auf jeden Fall irgendwas anderes spielen, keine NHL. Dann haben wir nämlich die Woche... Tor! Yes, mal 1-0! Jawohl! So muss das! 4 Minuten 19. Dann haben wir nämlich die Woche Dienstag, Mittwoch und Donnerstag NHL gestreamt. Und dann würde ich tatsächlich dazu tendieren, dass wir am Sonntag mal ein bisschen was anderes spielen. Entweder Call of Duty oder Need for Speed Payback oder Star Wars Battlefront 2 oder Assassin's Creed Origins. Irgendwas in die Richtung wird uns mit Sicherheit einfallen. Giujinski. In 2 Tagen Geburtstag. Sehr geil, Max. Also am Freitag dann, oder wie? Und... am 24.11. hast du Geburtstag. Das hat mir auch Bock gemacht, Condor. Aber da muss ich erstmal Call of Duty holen. Und dann können wir zusammen zocken. Das wird natürlich geil. Servus, Erik. Als Torhüter. Als Torhüter habe ich keine Ahnung, wohin ich gerne gedraftet werden würde. Da bin ich relativ offen. Weil da die Saison im Zweifel nicht so lang ist, wie als Spieler, weil wenn du dann beim Be a Pro als Goalie bist, da musst du viele, viele Spiele aussetzen. Und da ist das erste Jahr meistens so, dass du nur 20 bis 25 Einsätze hast. Also es geht relativ zügig. Es ist ganz schwierig, Beibringungsgrundsatz. Generell dem Grundsatz nach, haha, Wortspiel, hast du recht. Also du gehst aufs Richtige hinaus. Aber wenn du dich halt doof anstellst, dann wirst du gar nicht erst in die NHL berufen. Das ist immer schwierig. Also da ist schon besser, irgendwie hoch gehandelt zu werden, wie dass es dir am Ende nachher richtig versaust. 2-4 Iserlohn. Also es ist schwierig, sowohl als auch. Ich würde mich lieber gut anstellen und würde dann, weil ihr müsst euch das mal vorstellen, also wenn ich jetzt Eishockeyspieler wäre und ich würde, was weiß ich, in Krefeld spielen, so wie es damals Christian Ehrhoff gemacht hat, und die NHL würde klopfen, 2-0, und würde sagen, du bist für den Draft vorgesehen, die handeln dich. Und du gehst zu diesem Draft und du wirst von einer Mannschaft gedraftet, die du vielleicht nicht ganz so geil findest. Aber jetzt mal im Ernst, als Eishockeyspieler in der NHL zu spielen, ich glaube, da ist es erstmal scheißegal, bei wem du spielst. Ich glaube, da ist es wirklich egal. Da wäre es mir, glaube ich, völlig egal, wie das Ganze so abläuft. Da würde ich Hauptsache NHL spielen. Also das ist ein mega geiles Gefühl, nehme ich mal an. Da würde ich auch nach Winnipeg gehen. Also das ist gar keine Frage. Wie läuft es in Deutschland ab mit Transfers? Also in der NHL, da tradet man ja. Das heißt, man gibt was ab und kriegt was dafür. Und in der NHL ist es ganz normal, wie im Fußball auch. Es gibt Vertragsangebote, es gibt Ablöseangebote und dann wechseln die Spieler. Also so typisch deutsch. Spieler gegen Cash sozusagen. Oder sonst irgendwie, ja. Aber in der NHL ist es halt geil. Das ist halt aufgrund des Salary Cups. Der Salary Cup entscheidet ja darüber, dass du nicht so viel Geld für deine Gehälter ausgeben darfst. Und dementsprechend muss man halt auch immer Spieler abgeben. So wie Patrick Lane, er wollte nicht zu Toronto. Ja, dann ist es so, eben. Nächster Schuss. Es bleibt beim 2-0 nach dem ersten Drittel. Also bis zum Morgen bei den EA Sportler, bei den Winnipeg Jets. Was? Also bist du morgen bei den EA Sportler, bei den Winnipeg Jets? Den Satz blicke ich nicht.
Das müsstest du mir noch mal erklären. So, da ist Jurzina, das Teubert. Wieder auf Jurzina, Reinbrecht, schade. Teubert, Pohl. Wieder auf Teubert, Jurzina, Dziurzinski. So, auf geht's. Komm, Iserlohn kommt mit einem Schuss, den wir ganz gut blocken. Down. Even if the sky is falling down. Pohl. 16 Minuten left. Reimer auf Pohl. Und lange. Was sagst du zu LA bis jetzt? Also LA hat wirklich den besten Start seit Jahren. Und es ist im Moment... Ja, sie lassen wieder ein bisschen nach, aber die Saison ist noch lang. Oh, bitteres Ding von Iserlohn. Ganz, ganz bitteres Ding in Iserlohn. Du hast ja gesagt, dir wäre es egal als Spieler am Eishockey. Relativ. Komisch ist, und Spieler bezahlen in Wirklichkeit Menschenhandel verboten. Ja, da scheiden sich die Geister. Also das ist auch nicht wirklich Menschenhandel. Du wirst ja nicht gegen deinen Willen verkauft. Also das ist so... Das würde ich als Menschenhandel nicht bezeichnen. Da sieht die Rechtsprechung was anderes vor. Jasenelis! Also bei der EA-Mannschaft von Winpex. Du meinst hier virtuell. Da ist es mir nicht egal. Das war ja nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel für die richtige Eishockey-Sache. Aber nach Winnipeg will ich eigentlich bei keinem, weder bei Bio Pro noch bei Bio Pro Goalie, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Wäre schon nice, wenn es zu machen wäre. Ansonsten, ja, hoffen wir, dass die Jahre dann schnell vorbeigehen. Jasenelis. Hier steht es 3:0 nach der Hälfte der Partie. Also schon mal ordentlich. 10 Minuten und 21 Sekunden noch. Winnipeg gefällt mir einfach nicht. Also ich habe nichts wirklich gegen die, aber Winnipeg ist einfach eine Mannschaft, da gefällt mir das Logo nicht, da gefällt mir die Franchise nicht, da gefallen mir die Trikots nicht. Das ist einfach so eine Anätz-Mannschaft für mich irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, deine Frage habe ich damit auch beantwortet, Janosch. Also ich habe, wie gesagt, wirklich nichts gegen Winnipeg. Aber es ist so eine Mannschaft und ich glaube, die hat jeder in der NHL oder auch in der DEL, dass er sagt, ach, das ist ein Verein, den kann er nicht leiden. Ist manchmal einfach so. Aber es gibt keinen wirklichen Grund eigentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was da der Hintergrund sein sollte bei mir. Ross. Bersen. Abgeblockt und sehr wohl Steckel. Geht gleich wieder nach vorne. Mir macht es am meisten Spaß bei NHL, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat und dann der Torwart checken. Panda ist so ein ganz unorthodoxer Druff auf den Mudi. Eben, siehst du, Max Kramer, du magst zum Beispiel Pittsburgh nicht so. So hat jeder seine Mannschaft eigentlich, die irgendwie so. Und für dich ist es Anaheim. Also. Anaheim ist aber auch wirklich so ein Team, wo ich sage, oh, muss ich auch nicht wirklich hin, keine Ahnung. Weil das war bei NHL 14, als es noch den Live-the-Life-Modus gab, da war ständig das erste Team, wo du in die NHL kamst, war ständig Anaheim. Ganz egal, was du gemacht hast, immer Anaheim. Flockwe is hosting you. Dankeschön für dein Follow, Flockwe. Und guten Abend beim Livestream, mein Freund. Auch wieder ein paar Hosts. Sehr, sehr gut. Freut mich natürlich. Freue mich über jeden Support, egal ob Subs, Spenden, Hosts oder wie auch immer. Bringt uns immer wieder einen Schritt näher an das Ziel, öfter zu streamen und natürlich auch mehr Content zu liefern. Für Enemy Hunter ist es Dallas. Siehst du, Dallas ist jetzt zum Beispiel eine Mannschaft, die finde ich richtig geil. Aber ich mag auch das grüne Trikot irgendwie von den Dallas Stars. Und ich mag Jamie Benn. Von dem her
ist es eine richtig gute Mannschaft aus meiner Sicht. Habe ja auch damals gerne bei Dallas gespielt, als ich bei Beer Pro die Möglichkeit hatte, dahin zu wechseln. Habe ich das auch gerne gemacht. Das Gute bei NHL 18 ist, dass wir wieder Trades anfordern können. Das heißt, wenn wir mit einer Mannschaft nicht zufrieden sind, können wir den Trainer darum bitten, getradet zu werden. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das brauchen. Irgendwann im Laufe unserer Saison. Hab keine Ahnung. Wo willst du gerne als Goalie hin? Also auch da sage ich Los Angeles. Vegas Golden Knights. Ottawa Senators. Philadelphia Flyers wäre geil. New Jersey Devils wäre auch okay. Also da gibt es eigentlich vieles. Washington Capitals wäre auch so eine geile Situation. Die beiden New York Mannschaften hätte ich auch nichts dagegen. Also da gibt es viele Mannschaften, zu denen ich durchaus wechseln würde, gegen die ich nichts hätte. Magst du ein DEL-Team nicht? In der DEL, da mag ich Straubing nicht. Aber da habe ich einen besonderen Grund. Und Luke Stefan hat sich den Kuflex angeschossen. Guten Tag, herzlich willkommen und viel Spaß im Stream. Danke für dein Follow, mein Freund. Vielen lieben Dank. Und in der DEL mag ich tatsächlich Straubing nicht. Ganz einfach, weil Straubing immer wieder gegen Krefeld gewinnt. Das ist irgendwie so ein Hassgegner. Also Krefeld kann mit den Straubing Tigers irgendwie schlecht umgehen. Aber in der ersten Saison kannst du nicht weggedraftet werden. Ja, das kann sein. Aber wie gesagt, die erste Saison spielen wir ja eigentlich auch fertig. Ist ja gar kein Thema. Und dann schauen wir mal, wie es in der zweiten Saison oder so wird. Da ist Martinovic, da ist Turnbull, da ist Schmidt. Martinovic! Und Föderl. Sehr schön, Föderl, es bleibt beim 3:0. Lange hält. 6:14 noch auf der Uhr. Da ist Festerling auf Köpfchen. Festerling ballert das Ding vorbei. Schwimmen in Wolfsburg 0:0. Oh, da wäre doch das 4:0 drin gewesen, oder? Möchel auf Festerling, wieder Möchel. Nachschussstecke. Oh. Ich freue mich schon auf den 1. Dezember. Warum? Was ist am 1. Dezember? Geburtstag? Ich freue mich auf unseren nächsten langen Stream, der da so 10-12 Stunden geht. Das finde ich halt immer geil, so 10-12 Stunden zu streamen, weil es einfach relaxed ist, du hast die Zeit. Und es war wirklich schade letztes Mal, dass es nicht durchgehalten wurde. Dass mein Rechner gesagt hat, wir machen Schluss. Weil es hat mir mega Spaß gemacht und gerade als wir mit Until Dawn angefangen haben, so für die Nacht, wäre das glaube ich ein geiles Projekt gewesen. Aber Schwamm drüber. Köpfchen. Reinbrecht. Wieber, Alter. 24.11. Da hat Max Geburtstag. Schön auf der Nordtribüne stehen. KEV gegen KEC. Ah, jetzt. Jetzt einmal. Und da ist wieder Matthias Lange. Geburtstag habe ich am 28. Ah, ist natürlich auch geil. Quasi als Geburtstagsgeschenk zum Spiel gehen. So, ungefährdeter Sieg gegen die Iserlohn Roosters. 3:0, das ist ganz gut. Erster Advent, da können wir Advent feiern im Stream. Erster Advent, wann ist es, Condor? Wann ist der erste Advent? Sonntag, stimmt, stimmt. Aber jetzt am Wochenende. Wir haben ein Shutout übrigens, Freunde. Es ist ein Shutout. Wir haben kein Gegentor gekriegt. By the way, gar nicht mitgekriegt. Wie cool ist das denn, ey? So, jetzt muss ich mal was zum Trinken holen, Freunde. 3. Dezember, ja locker. Oh, nächstes Match gegen die Eisbären Berlin. So, wir gucken mal, dürfen wir gegen die Eisbären Berlin spielen, aber erst gucken wir auf die Tabelle.
Das stimmt, Panda. Das ist ein Riesenvorteil. So, die Thomas Hammer Eistägers und Ingolstadt für die Playoffs qualifiziert. Dahinter die Köln-Haie, dann Mannheim, Augsburg, Bremerhaven, München, Düsseldorf, Wolfsburg, die Eisbären Berlin, Straubing, Schwenningen, Iserlohn und Schlusslicht. Die Krefeld-Pinguine, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.